Hallo und herzlich willkommen zum 9. Part der Minecraft Skyblock Challenge. Ja, wir sind immer noch vergiftet, aber wir machen das Beste draus. Oh, ich habe hier gerade einen Freezer. Ah, okay. Fängt das Ding einfach mal an hier zu hängen. So, jetzt haben wir hier die Tür. Und hier auch. Und jetzt widmen wir uns dem Baum dort hinten. Wir können leider nicht mehr sprinten. Schon lange nicht mehr. Aber egal, das macht nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob die Insel groß genug ist, aber da wird jetzt mal getrost einen drauf gegeben. Wir machen das schöne Bäumchen hier kaputt. Putt. Okay. Klappt doch alles soweit. Sapling. Setzling, jawohl. Ein Apfel. Apfel. Jawohl. Ja, wir kloppen einfach mal alles kaputt. Soll ja ein bisschen schneller gehen hier. Einen Setzling setzen wir jetzt wieder hier rein und damit ist unser Job hier erledigt. Ich glaube, uns ist nichts runtergefallen. Wir sind gut. So, und jetzt bloß nicht runterfallen, das ist nämlich wirklich eine Menge Holz für uns. Der Apfel. Ich muss ihn ja gleich essen. Sprinten können wir leider nicht. Aber egal. Okay, sind wir hier. Packen alles sofort augenblicklich in die Kiste. Und die Spitzhacke und kloppen. Oh, oh, oh Gott. Mir fällt gerade etwas auf. Moment. Wir brauchen einen Grasblock. Nein. Komm. Komm her. Wenn der Baum jetzt gewachsen ist, vorbei. Die setzen wir in einen Grasblock brauchen wir. Denn wir brauchen Gras, um Schafe und so weiter zu spawnen. Und wir brauchen ja ein Bett. Gott, das wird zum kleinen Fall geworden. Gott sei Dank habe ich das jetzt noch entdeckt. Puh. So, na jetzt kloppen wir mal einfach hier in Ruhe Cobblestones. Haben wir gerade eh nichts Besseres zu tun, also wenn Cobblestones gekloppt. Ja, Cobblestones. Ich könnte jetzt ein Lied über Cobblestones singen, aber das erspare ich euch. So, gut, gehen wir mal. Nein. Eine Wand weiter aus. Und hier, Moment. Mach ich mal den hier. Und wir bauen, auch wenn es nicht schön aussieht, hier die Wand weiter. Oh, verdammt. Es sieht von außen nicht schön aus, also was juckt's mich. Ei, jawohl. Das ist auch schon krass. Jetzt holen wir uns mal ein bisschen Erde von hier. Die 11 Blöcke. Und setzen einfach mal welche daneben. Denn ich habe jetzt vor, dass wir hier sozusagen über Steinblöcken eine Graslinie hinbauen und dann noch eine zweite Plattform, ähnlich wie diese hier bauen, auf der dann hoffentlich. Ja, okay, nachdem ich ein paar Fackeln gepflanzt habe, ganz bestimmt. Nur Schafe spawnen und ähnliches.
Also freundliche Mobs. Schweine vor allem. Das wäre jetzt was. Also naja, das werde ich in dem Part jetzt leider nicht mehr realisieren können. Ich hoffe mal, die Izzy wird sich dran halten. Aber hey, kleiner Tipp. Bau die Grasblöcke nur auf Stein und am besten du machst den Weg 3 Steinblöcke weit. Denn danach brauchen wir die Erde wieder, nachdem wir ganz hinten... Ja, toll, ich werde angerufen. Eine Sekunde. So, Riku hat den Weg zum PC zurückgefunden. Und naja, aus einem Telefonat wurde dann ganz schnell, komm doch bitte essen. Und da wurde eine ganz, ganz kurze Quest, auf ein Baby aufzupassen. Und daraus wurde eine einstündige Aufnahmepause. Also entschuldigt, wenn ich nicht mehr weiß, was ich gerade gesagt habe. Aber, naja. Immerhin habe ich gegessen. Es war lecker. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Also, Izzy, genau. Wenn ich das jetzt im Part nicht mehr schaffe, und das werde ich wahrscheinlich auch nicht, dann baue ihr bitte so einen 3-Block weiten Weg weit nach hinten, dann vielleicht noch so ein bisschen nach links, von Abstand von den bösartigen Mobs. Und immer auf den 3 Blöcken hier so ein Erdblock, auf dem sich das Gras dann ausbreiten kann. Wenn man so nennen darf. Es breitet sich dann aus bis dort hinten. Dort machen wir dann eine komplette Grasfläche. Aber die Grasfläche auf Steinblöcken, wir wollen kein keine Erde verlieren. Apropos Erde verlieren, die Erde packe ich mal wieder hier rein. Sehr schön. Wir wollen wirklich kein einziges Stück Erde verlieren. Das wäre, jedes Stück ist tödlich wichtig. Und naja, Gott, es wird schon wieder Nacht, Leute. Das geht doch nicht. Schnappen wir uns mal davon eins und davon eins. Denn ich will hier wieder einen Kaktus haben. Das Ding packen wir einfach mal hier hin. Hier kann es perfekt 3 Blöcke hochwachsen. Ja. Das passt so. Falls du es willst, kannst du es ändern. Hier einen Steinblock tiefer setzen, dann Sand, damit es schön eben ist. Aber ist eine andere Geschichte. Also ist ja auf dich kommt noch viel Arbeit zu, wenn du hier weiterspielen willst. Ei, ei, ei. Hallo. So, weiter geht's. Steine kloppen, Steine kloppen. Yep. Also so ein Cobblestone-Generator ist doch schon was Schönes. Nur halt, das hier ist wirklich der einzige Augenblick, an dem du so ein Ding brauchst. Denn... Hey, ganz ehrlich, wo braucht man sonst so einen Cobblestone-Generator? Nur in der Skyblock-Challenge, wo man keine Cobblestones hat. Okay, aber immerhin, Izzy. Habe ich hier auf Peaceful oder? Nö, Izzy. Keine Mobs da. Umso besser. Kann ich mal kurz nachgucken, ob ich hier hinten auch schon was... Ja, mit 44 Steinblöcken gehe ich da mal eben nachts hin. Leute, Riku ist auch so ein Genie. So, so. So. Dann trauen wir uns hier lang. Du Zombie. Lange wirst du nicht mehr leben. Komm her. Sprungangriff. Jawohl. Verrottetes Fleisch haben wir. So, so ein Creeper. Skelett, ja. Durch alle her. Kommt alle her. Solange hinter uns nichts spawnt. Okay. Nein. Du bist weg. Au, au, au! Nein! Nicht runterfallen! Hallo! Oder willst du mich nicht angreifen? Nicht runterfallen, ich will deinen Loot haben. Hast du wahrscheinlich das einzigste Essen, das wir für die nächste Zeit bekommen werden? Sehr schön. Und todesmutig wagen wir uns hier.
ins feindliche Gebiet. Okay, ich traue mich jetzt einfach mal, alles hier zu essen. Denn obwohl wir vergiftet sind, die Vergiftung wird uns nicht so viel Futter abziehen, als dass wir danach schlechter dastehen werden. Nein, Zombie-Fleisch hat auch was Gutes, wenn wir genug davon haben. Können sogar wieder sprinten. Jetzt gehen wir hier nach hinten. Weg mit dir! Nein! Eieieiei, ich will nicht sterben. Jawohl, wir haben den Loot. Jetzt bloß weg von hier. Bloß weg, bloß weg. Hau bloß ab, Riku. Und wir haben ein Herz. Nein! Ich bleib hier schön auf meiner Insel. Schön auf meiner Insel. Hier fühle ich mich sicher. Tralalala. Meine kleine Insel. Schalalala. Wir kloppen Cobblestone und ignorieren die Monster, die hinter uns sind und uns nach unseren Innereien trachten, um uns umzubringen, aufzufressen. Tralalala. Ich habe Angst. Tralalala. Ich habe wirklich Angst. Tralalala. Ich will nicht sterben. Tralala. Ich will lieber mein Leben lang Cobblestones kloppen. Doch nicht. Hier ist ein Stück Erde. Okay, oh, ein Creeper. Ja, schnappen uns todesmutig dieses Schwert. Und sagen, was soll's? Hauptsache die Tür hier ist zu und es wird niemand durchkommen. Nein, nein, nein. Egal. Respawn. Ist unser Schwert noch da? Mist, unser Schwert ist nicht da. Wir haben unser Schwert verloren und ein Creeper ist hinter uns her. Unser Schwert ist weg. Ich will nicht mehr. Naja. Okay. Erstmal holen wir uns Zacke. Dann hier ein kleines. Was zur Hölle? Du! Ja, piss dich zur Hölle nochmal. Kloppt er mir da einfach an die Tür. Schießpulver. Guckt mal, was für Mistviecher da hinten alles spawnen. Da müssen wir noch eine Festung bauen, damit wir hier halbwegs sicher rumlaufen dürfen. Oh, das gibt's nicht, ey. So, ja, bauen wir die Insel, Leute, aus. Ignorieren wir, wie auch vorhin, die ganzen Monster. Ich baue mir am besten eine Wand, damit ich sie alle nicht sehen muss. Ja, tralalalala, tral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 a. Ich mag Monster nicht. Ich dachte gerade, das wäre ein Creeper. Verschwinde! Verschwindet hier bloß alle. Verschwindet! Ah, lass mich bloß in Ruhe. Oh nein, 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 nein. Weg. Immerhin, du klopfst nicht an die Tür. Leute, Leute, Leute.
Leute, ist das hier scheiße. Hier sehe ich viel Spaß, ich lasse dich jetzt hier in der Nacht zurück. Denn jetzt ist eigentlich der Part ja schon vorbei. Ich will nicht, dass der Part aufhört. Ich will weitermachen. Ganz ehrlich, ich will weiter. Das macht gerade so viel Spaß. Ist hier was dagegen, wenn ich noch einen vierten Part drehe? Nein, natürlich nur Spaß. Willst auch was hier von der Skyblock Challenge sehen? Deshalb kloppe ich noch ein paar Sekunden lang Cobblestones für dich, damit du zumindest da nicht in die Bredouille gerätst. Ja, Cobblestones. Ach, hast du ein Glück, es wird schon Tag. Ja, aber immerhin, mindestens eine Nacht wirst du hier auch durchmachen müssen. Und das will ich mir nur liebend gerne ansehen. Naja, ich klopp Cobblestones für dich. Verstaudert unten alles in der Kiste. Und ist hier noch was? Nein. Okay. Hallo? Nein! Ich sollte das hier benutzen. Schnell runter. Oder hier vielleicht noch ein klein wenig ausbauen. Wenn ich noch ausbauen wollte. Hallo? Du Kacker. So, ja, und hier können wir dann unsere Bude beliebig erweitern. Wirst du dann machen dürfen. Leute, ich habe Angst, ich bin ja weg. Und du hast ein Glück, dass die ganzen Viecher jetzt gleich alle verbrennen, wie wir es gerade hören. Also dann, ciao Leute, bis zum nächsten Mal bei der Skyblock Challenge.